Wir haben auch das Regierungsprogramm im Bereich Landwirtschaft angesehen und da steht drinnen, bäuerliche Einkommen sollen sozial gerecht und fair gestaltet werden. Nun ja, dafür sind auch wir, die Bundesregierung will sich für den Milchstandort Österreich einsetzen. Auch dafür sind wir als Opposition. Aber gerade im Bereich der Milch hat auch die letzte Bundesregierung vor der Brüsseler Agrarlobby total kapituliert. Die Aufhebung der Milchquotenregelung war der größte Fehler, den die Landwirtschaftspolitik in Österreich je gemacht hat. Jeder weiß, dass zu viel Milch am Markt ist und dass dadurch der Preis verfällt. Und jeder weiß auch, dass die kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft niemals mit den Großbetrieben in Europa mithalten kann. Wir hätten erwartet, dass im Regierungsprogramm drinnen steht, der österreichische Landwirtschaftsminister wird keiner Aufhebung der Milchquote zustimmen und notfalls auch ein Veto einlegen, um die heimische Landwirtschaft zu schützen. Mit irgendwelchen Milchkuh- und sonstigen Prämien können Sie den Preisverfall nicht stoppen und Sie führen die Bauern damit in die Abhängigkeit, und das wissen Sie. Zum Thema Bürokratismus, Sie schreiben, Vereinfachung bei den Cross-Compliance-Regelungen sind anzustreben. Wir hätten erwartet, dass drinnen steht, wir werden diesen undurchsichtigen und ungerechten Antrags- und Förderdschungel, bei dem sich ja nur noch Spezialisten auskennen, endgültig roden. Wir hätten uns erwartet, dass drinnen steht, wir werden dieses ungerechte Fördersystem in der Landwirtschaft, bei dem ja nur die Großbetriebe profitieren, endgültig reformieren. 20% der Betriebe erhalten noch immer 80% der Förderungen. Die Großbetriebe stopfen sich die Taschen voll. Wir verlangen, dass die neue Bundesregierung sich nicht nur mit Worthülsen der Landwirtschaft annimmt, sondern in Brüssel, wo die Agrarpolitik gemacht wird, so auftritt, wie es sich für einen Nettozahler gehört, nämlich selbstbewusst und nicht bei leichtem Gegenwind einfach in die Knie geht. Wir haben die Interessen der österreichischen Landwirte zu vertreten.